Zum bereits fünften Mal vereinte König Fußball beim Triblanski Cup zahlreiche Fußballbegeisterte. Gleich 12 Mannschaften nahmen am Dreiskirchner Hobbyfußballturnier teil und zeigten, dass der Triblanski Cup weit mehr als nur ein sportlicher Wettkampf ist. Bereits zum fünften Mal fand der Triblanski Cup statt, bei dem es wieder hieß, Spannung und Spaß beim wohl beliebtesten Teamsport. Das beliebte Hobbyturnier vereint Sport und Freude und fördert in seiner lockeren Atmosphäre sportliches Verhalten. 12 Teams nahmen teil und zeigten, dass der Cup, aber auch der Sport selbst die Menschen zusammenbringt. Es ist der ein oder andere, unter Anführungszeichen, Profi dabei, der sonst bei einer Vereinsmannschaft spielt. Aber es ist hauptsächlich als Hobbyturnier gedacht, um Spaß zu haben am Fußball. Und hier in Dreiskirchen ist das natürlich sehr schön möglich bei unserer schönen Atmosphäre. Und wir haben auch heuer wieder 12 Teams gehabt, die um den Triblanski Cup-Titel gespielt haben. Ja, und wie gesagt, der Spaß steht im Vordergrund. Deswegen haben wir nicht nur unsere normale Turnierwertung, sondern auch eben den Sonderpreis für das umsatzstärkste Team. Also das Team, das die meisten Getränke und Speisen konsumiert, kriegt dann noch einen extra Preis, sowie die Preise für den besten Torhüter und den besten Spieler des Turniers. Man hat bei der Siegerin gesehen, dass die erwachsenen Spieler ihre Kinder mitbringen, die irgendwie Teil des Gesamten sind, also ein intergeneratives Beisammensein ist. Man hat auch gesehen, dass es Hobbyspieler sind. Manche Mannschaften waren reine Hobbymannschaften. Andere haben den einen oder anderen Spieler aus höchsten Ligen, etwas Bosnien dabei gehabt. Und trotzdem hat man das Gefühl gehabt, im Spiel geht es immer hart zur Sache, aber außerhalb vom Spielfeld sind alle Freunde. Das ist das Wichtigste. Bei der Siegerehrung wurden die Leistungen gewürdigt und es gab auch einige Sonderpreise, die den Hobbycharakter des Turniers nochmals unterstrichen. Den Sieg holte das Team der Physiotherapie Thomas nach Hause. Fußball macht Spaß, das bewiesen die Kleinsten am Sportplatz nach den Spielen eindrucksvoll. Beim Sport ist das immer so, der bringt die Menschen zusammen. Egal wo sie an allen Dingen im Leben stehen, welche Lebensbedingungen sie selbst vorfinden, wie selbstbestimmt mehr oder weniger das Leben ist, wie beengt das Leben vielleicht ist am Sportplatz, am Spielfeld. Da ist die große Freiheit, da kann man sich austoben, da kann man sich bis zu einem gewissen Grad innerhalb der Grenzen der Spielregeln natürlich ausleben, die Seele aus dem Leib rennen, sich selber müde machen auch am Ende des Tages. Und wenn man sich mit anderen Mannschaften misst, dann kommt auch noch dazu, dass man von den anderen Mannschaften auch immer viel lernt. Ja, es war wieder wunderbar, vor allem ganz wichtig, es hat sich niemand wehgetan. Das ist für uns halt auch ziemlich wichtig. Ja, jetzt folgt in Kürze die Tombola. Wir haben wieder von unseren Gewerbetreibenden 189 Preise zur Verfügung gestellt gekriegt. Dafür sagen wir auf jeden Fall Danke. Ja, und es war ein wunderbarer Tag. Schöne Spiele, guter Fußball. Jetzt geht's dann weiter mit der Tombola. Ja, und auch ein großes Dankeschön an unseren hier ansässigen Samariterbund Dreiskirchen, dass sie uns auch heuer wieder eine Mannschaft und ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben, um einfach die Sicherheit unserer Spieler und Gäste zu gewährleisten. Wie zufrieden sind Sie mit der Leistung Ihres Teams? Boah, ich bin super zufrieden. Also letztes Jahr waren wir 8. Platz, heuer haben wir es auf den 5. geschafft. Wegen einem kleinen Fehler haben wir es leider verpasst, um einen 3. zum Spielen. Ja, richtig cool. Ich bin irrsinnig stolz, super zufrieden. Ich glaube, wir hätten nie damit gerechnet, dass wir da den 2. Platz holen. Es war ein Wahnsinn-Turnier von uns allen. Natürlich, ja, die Tormann-Leistung ist eine individuelle Leistung, aber ich bin einfach stolz aufs Team. Wir waren das erste Mal hier als letzte Mannschaft noch ins Turnier gekommen. Also ich bin für meine Mannschaft wirklich begeistert. Danke! Danke für die ganze Mannschaft, danke für die Organisation. Wie war es denn erstmals hier teilzunehmen und dann gleich den Pokal mitzunehmen? Naja, mit dem ganzen Team so zu kommen, wir sind eh immer eine Mannschaft, aber nachdem wir gehört haben, so ein paar Teams, die schon 2-3 Jahre hier die Admira-Legenden, immer die Wiener sind und dann im Halbfinale die noch 8-0 gewinnen, das war schon für unsere Mannschaft hervorragend. Also wirklich waren wir schon zufrieden und dann noch im Finale das 4-1, aber also wirklich sind wir im Ganzen alles super und zufrieden. Feiern, Fußball und jede Menge gute Laune. Es war ein spannendes Turnier mit vielen sportlichen Highlights. Wir haben auch heuer zum ersten Mal eine Band gehabt, Mary and the Hot Chicks, die sich bereit geklärt haben, für uns zu spielen. Es gibt immer Grillerei, man hat Spaß, einfach mit Freunden einen Tag verbringen.
Und das zeichnet den Triblanski Cup auf jeden Fall aus. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Fußball verbindet einfach. Man kennt sich halt doch vom Fußballplatz. Und genau deswegen ist dieses Turnier so großartig.